werden so viele Fragen hier gestellt momentan. Beispielsweise könnte man auch mal recherchieren in Bezug auf Frau von der Leyen. Ein Journalist hat wohl vor einiger Zeit mal einen Beitrag gebracht. Von der Leyen ist in Davos, jetzt wartet mal ab. Mit Sicherheit steigt sie demnächst irgendwie ganz unerwartet so richtig auf. Und ich meine, sie ist jetzt ganz oben in Brüssel. Europäisches Haus. Wäre auch interessant, um vielleicht mal diejenigen, die sich immer noch so wehren, wenn man sagt, dahinter gibt es die Reichen, die Eliten, wie auch immer man das jetzt eben nennt, diese Personengruppe. Das sind alles gute Argumente, gute Beispiele, wenn man da vernünftig recherchiert, um zu belegen, dass da im Hintergrund eben wirklich diese Menschen mit Geld und Macht gibt, die die Politik steuern, nicht nur manipulieren, steuern. Und hier in Deutschland ist auch schon sehr viel in chinesischer Hand. Also nicht nur, dass man das Know-how verkauft hat, Entwicklung. Es gibt eine Menge Unternehmen, da haben sie schon mehr als 50% der Anteile. Teil des Bayerischen Waldes soll auch in chinesischer Hand sein. Und wenn man an Montenegro denkt, beispielsweise die hohe Verschuldung, bedingt durch den Bau der Autobahn, der ja noch nicht mal abgeschlossen ist, kann man fast sagen, ein ganzes europäisches Land ist bereits in chinesischer Hand. Ich denke auch, dass China ein guter Gegenpol ist. Aber man muss in dieser Sichtweise auch aufpassen. Ich meine, niemand möchte doch, dass irgendwann die Welt in chinesischer Hand ist. Also eben, es kommt immer auf ein gesundes Maß an. Und die Entwicklung ist schon lange nicht mehr gesund. Zumal das ja auch ein ganz klar erklärtes Ziel der chinesischen Regierung, der chinesischen Wirtschaftsbosse, ja, des chinesischen Staates auch ist, eine Weltherrschaft zu erlangen und Europa zu, nicht nur zu beherrschen, zu besitzen gewissermaßen.